Oh, du hast mich einmal geheilt. Das freut mich aber. Leute, ist das ein Hacker? Boah, wir haben ihn mit... Oh mein Gott. Wir haben ihn mit den Dränken noch getötet. Hey, ihr Höhlenmensch da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Ender Kids. Wir haben heute mittlerweile schon das letzte Kit der 5 neuen Kits und der Sonic wird beim Sprinten immer schneller und als Ausrüstung hat er einen blauen Lederbrustpanzer und blaue Lederschuhe. Ja, der Sonic ist unser letztes Kit und wer kennt ihn nicht, den guten alten Sonic? Ich denke, jeder hat ihn mal irgendwo gespielt. Wenn es jetzt in Ender Games ist, das erste Mal, dann willkommen in der Welt der Spiele. Und ich laber schon wieder ganz viel Kacke. Und ja, also Leute, ich wollte jetzt nicht eine Erklärung hören. Oh Mann, Bumstuggy, wieso? Kam gestern und vorgestern kein Video. Das kann ich euch erklären. Und zwar, mein Outer City ging nicht. Und jetzt, wenn die Leute sagen, Ausrede, dann erklärt mir mal bitte, wie zum Teufel, warum mein Outer City nicht ging oder was ich dafür ein Problem hatte. Ich weiß es nicht, ich habe da schon gegoogelt und ich habe da keine richtige Erklärung gefunden, nur irgendwie solche 0815 Sachen, wie zum Beispiel, ja, installiere es neu und solche Sachen. Und ja, also Leute, ich hatte die Aufnahme gestartet und dann habe ich gemerkt, dass bei Outer City die Spur nicht weiter lief. Das bedeutet, es hat die ganze Zeit ganz am Anfang gezittert. Also die ganze Zeit. Es hat, mein Mikrofon war ordentlich angeschlossen. Ich habe das mit anderen Programmen versucht, wie Skype oder so. Da haben mich die Leute immer gehört. Aber komischerweise, hier Schuhe. Aber komischerweise hat Outer City nicht funktioniert. Also das hat irgendwie den Ton nicht aufgezeichnet. Dann habe ich mich gefragt, warum zeichnet das denn nicht meinen Ton hier auf? Und dann dachte ich mir so, ja gut, gucke ich doch mal im Internet. Was sagt denn das Interwebs dazu? So, er ist tot. 38 Blöcke, dann rüste ich mich ganz schnell aus. Bogen haben wir. Perfekt. Perfekt. Wut. Erstmal hier Speed aufbauen. Oh, hier haben wir einen Link. Ja, der ist ja sicher dann schnell tot. Tja. 14 Blöcke. Dann renne ich mal ganz schnell weg. Und drücke F5 und guck, ob der eine gute Ausrüstung hat. Oh, ich sehe hier noch gar keinen. Wir sind einfach zu schnell, ja? Wir sind einfach so schnell wie der Wind. Zack, zack, zack. Perfekt. Oh, wir haben da, glaube ich, auch vorhin irgendwie einen Holzfäller getötet, weil irgendwie haben wir richtig viel Holz. Richtig hammermäßig viel Holz. Eine Angel und Eisen. Das ist super. Wir können uns eine Eisenhose machen. Ja, das ist toll. Das ist toll, liebe Freunde. Das freut mich immer sehr. Oh, das hat sich jetzt wohl nichts gebracht, dass du dich wegporten wolltest. So, Leute. Holen wir uns mal den Barbar, würde ich sagen. Und da ist er auch tot. Alle wollen sich hier wegporten. Was denn los? Ich habe euch alle nichts getan. Und... Schade. Und er ist auch noch tot. Ich weiß jetzt nicht, soll ich meinen goldenen Apfel essen? Leute, was soll ich tun? Oh, perfekt. Jetzt habe ich den Brustpanzer und jetzt ganz schnell weg. So. Wir müssen jetzt ein bisschen aufpassen, weil der... Oh, der hat keine Ausrüstung. Den holen wir uns jetzt. Hey. Hey, komm her. Oh, alle wollen hier weg von uns. Was hier das gerade für eine Schlachterrunde? Also ich muss sagen, gerade schlachten wir hier alles ab. Okay. So, 53 Blöcke. Also die Gegner sind wirklich nah. Das gefällt mir mal, dass die Gegner nicht immer so ultra weit weg sind. Das hat mich sonst immer mega abgenervt hier. So, perfekt. Und dann würde ich sagen, machen wir uns auch noch gleich einen Helm.
auch wenn der Goldhelm ja gleich gut ist, aber das sieht halt einfach, boah, das sieht halt einfach richtig gefährlich aus, wenn ich da so Full Iron anmarschiere. Und dann können wir uns auch noch 2 goldene Äpfel machen. Super, also die Runde gerade läuft echt gut, muss ich sagen. Also beschweren könnte ich mich jetzt nicht. Also, wo war ich eigentlich stehen geblieben, ne? Bei meinem Audacity-Problem. Und dann war eben das Problem, es hat nicht funktioniert. Dachte ich mir so, ja, was mache ich jetzt, bla bla bla. Und dann habe ich einfach gesagt, ja, scheiß drauf, ich mache das dann. Oh, die 5 Eisen wollte ich gern haben. Dann dachte ich mir so, ja, komm, scheiß drauf, ich mache das dann morgen in Ruhe. Dann ist es, weil es war echt schon spät am Abend. Und dann dachte ich mir so, ja, jetzt brauche ich das auch nicht mehr zu machen hier. Noch ein paar Werkbänke. Ja, so, jetzt haben wir, glaube ich, genügend Werkbänke. Ich glaube, jetzt müssen wir keine mehr machen. Unser Dia-Schwert, schnell. Schärfe, super. Und unseren Bogen können wir auch noch verzaubern auf Stärke. Perfekt. Und dann geben wir uns noch ein bisschen EP. Weil ich möchte auch gern meinen Brustpanzer verzaubern. Aber ich glaube, ich werde gleich geportet. Deswegen mache ich das erst beim nächsten Mal. So. Ja. Es wäre vielleicht ein Fehler gewesen, wenn wir zu lange verzaubert hätten. Und wir können uns einen Dia-Brustpanzer machen. Super. Oh, es sind hier viele Kisten, Leute. So gefällt mir das. So gefällt mir das ganz, ganz gut. Ja. Perfekt. Noch mehr EP. Erstmal einen schönen Brustpanzer. Perfekt. So, was könnte ich mir noch craften? Ich glaube nicht viel gerade derzeit. Oder? Ja, nicht viel. Auf jeden Fall 4 Leute leben noch. Mal gucken, wie das so wird hier. Wir könnten jetzt im Prinzip unsere ganze Rüstung verzaubern, wenn wir gut und sparsam sind. Oder da vorne. Oder hat schon verzauberte Sachen. Oh, wir wurden wegge... Oh Mann, Kacke. Was machen wir? Wir essen den goldenen Apfel. Komm her. Oh, du hast mich einmal geheilt. Das freut mich aber. Leute, ist das ein Hacker? Boah, wir haben ihn mit... Oh mein Gott. Wir haben ihn mit den Tränken noch getötet. Und ich dachte mir gerade so, ist das ein Hacker? Weil der hat so ganz, ganz komisch geschlagen. Also das war echt ein bisschen komisch jetzt, wie der mich gehittet hat hier. Und jetzt ganz schnell die Sachen hier aufsammeln, die möchte ich unbedingt haben. Weil jetzt sind wir komplett Dia, meine Freunde. Komplett Dia. Den Tränken sei Dank. Sonst, ja. Sonst hätte ich jetzt gesagt, RIP. Aber wir haben das jetzt zum Glück noch geschafft. Und ein Gegner ist noch vor uns. Oh, der hat sich jetzt weggeportet. Gebortet. Kannst du dich mal bitte nicht wegporten, denn du warst richtig nah in meiner Nähe und dann gehst du einfach so weg. Das finde ich echt sehr, sehr unhöflich von dir. Ich gehe da mal schnell rüber und dann esse ich den goldenen Apfel. So, perfekt. Und dann können wir mal auf ihn zurennen. Einfach mal so richtig fast. The Fast and the Furious. Hast du mich nicht gesehen oder was? Ey. Okay, er wollte aber die Lava platzieren auf jeden Fall. So. Aber wir haben in dieser Runde richtig viele Leute getötet. Richtig viel. Oh, das wäre jetzt krass, wenn er in die Lava geflogen wäre. Das wäre mega krass gewesen. Und noch ein Hit. Zack. Moment. So, Leute. Enderperle. Und noch ein Hit. Ins Wasser am besten. Oh, ich kann ihn nicht hitten. Ah, ich weiß warum. Er ist, oh, halbes Herz. Oh, jetzt müssen wir ja ganz, ganz schnell weg hier. Weil er ist Teleporter. Wenn er uns jetzt einmal trifft, sind wir natürlich am Arsch.
aber er ist Teleporter. Das ist ganz, ganz schlecht. Das ist ganz, ganz schlecht, dass er Teleporter ist. Aber gut, dass wir das jetzt wissen. Heiltrank oder irgendwie sowas. Ich brauche unbedingt einen Heiltrank. Sonst bin ich echt hier ein bisschen am Arsch. So, zack, Vergiftungstrank muss auf jeden Fall drunter. Dann können wir ihn vergiften, das wäre gut. Och, kacke, wieso müssen wir jetzt direkt mit dem Teleporter kämpfen hier? Das kann echt ein bisschen kritisch werden. Das kann sehr, sehr kritisch werden sogar. Wisst ihr was? Ich stelle mich da jetzt einfach hin. Soll da jetzt einfach reinfallen. Und fertig. Denn wenn er hier drin ist, so, jetzt ist er bestimmt drin. Könnte ich mir zumindest gut vorstellen. Oh, die Enderperle hat uns vorhin jetzt gerade echt gerettet. Sonst wären wir am Arsch gewesen. Drück der Schnelligkeit. Och, das ist jetzt doof. Wenn wir keine Heiltränke mehr finden, dann kann ich sagen... Oh, Moment, hier war doch Dings drin. Gold. Ein Gold noch, dann können wir uns wieder einen goldenen Apfel machen. Das wäre super. Das wäre super. Och, hier mit einem... Mit dem Teleporter einen Endfight zu haben, boah, das ist aber echt ganz schön... Huh. Das ist nicht ohne. Oh, das sind einige Kisten, das heißt... Viel Chancen auf Heiltränke. Oh, wieso habe ich jetzt... Ach, er hat das gleiche versucht. Aber nicht mit mir. Ich bin nicht reingefallen, mein Lieber. So. Müssen wir uns erstmal hier beeilen. Weil jetzt hat er wahrscheinlich keinen Effekt mehr. Könnte ich mir gut vorstellen. Ja klar, und er portet sich wieder weg. Ey, so eine Missgeburt. Sorry Leute, aber das vor meinen Augen. Er versucht den Endkampf auch noch zu umgehen. Es ist ja nicht so, dass er Low Life hätte. Alter. Boah, das macht mich gerade richtig wütend. So. Erstmal hier die Schuhe auf Schutz und das hier ebenfalls bitte auf Schutz. Wasseraffinität, das ist das, was ich möchte. 138 Blöcke. Vielleicht kommt er irgendwann nochmal. Ich meine, es ist mir jetzt egal, ob ich sterbe oder nicht. Ja, genau. Immer dann, wenn er geportet wird, dann möchte er unbedingt zu mir kommen. Ja, unbedingt. Aber davor interessiert es ihm ja überhaupt nicht. Das ist so mein... Oh, 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 oh. Das ist super. Perfekt. Nimmt einen Drang der Regeneration. Und ein Drang der Regeneration ist deswegen so geil, weil der einfach richtig stark ist. Komm doch her. Was denn? Was ist denn los? Will mich der Typ verarschen? So. Langsam nervt's. Mit seinen Ausweichaktionen hier. Habe ich Switcher? Ja. Perfekt. Jetzt ist er... Oh nein, jetzt wurde ich mit ihm getauscht. Ja, weil er eben dieses Scheiß-Kit hat. Dieses Kack-Teleporter-Kit. Das ist doof. Jetzt weiß ich aber nicht, wie lange. Moment. Perfekt. Jetzt hat er den Effekt nicht mehr. Das ist super. Denn jetzt können wir auf ihn gehen. Noch einen Schadenstrank. Oh, GG. Das war ein harter Kampf, Leute. Das war ein Endkampf, den habe ich schon lange nicht mehr erlebt. Gegen einen Teleporter mit einem halben Herz überlebt. Weg. Alter. Alter, Leute. Komplette Dierrüstung. Lappen. Lappen, sagt er zu mir. XD. Ja, geil. Also, Leute, das ist... Ey, das war ein Endkampf allererster Sahne, Leute. Dass wir das jetzt noch gewonnen haben. Ey, krass. Das ist das einfach das Beste... Einer der besten Endkämpfe, die ich je meiner Meinung nach gemacht habe. Wir haben in der Runde so viele Leute getötet.
So viele Leute haben wir einfach getötet, immer 50 Blöcke und bam, wieder drauf. Mit dem Sonic ist man einfach sehr schnell mobil. Und wie cool war das jetzt eigentlich? Wie cool war das jetzt? Wir sind hinten, haben die Leute abgeschnetzelt. Dann am Endkampf hier dachte ich so, ja, jetzt packe ich den locker. Ups, der ist ja Teleporter. Mit einem halben Herz überlebt, weil wir noch eine Enderperle geworfen haben. Geraggt, haben den jetzt noch verfolgt und dann haben wir den jetzt einfach totgeschnetzelt. Obwohl er Teleporter war, gut, er war halt ein schlechter Verlierer und schreibt Lappen, aber solche Leute gibt's überall und ja, und ich glaube, dass wir sogar einmal gegen einen Hacker gekämpft haben, das sah zumindest so ein bisschen so aus, auf jeden Fall ein sehr, sehr cooler Abschluss der Ender-Kids-Reihe, natürlich wird sie wieder nur pausiert, bis die neuen Kids kommen, aber wie hat euch das Kit Sonic gefallen und wie gefällt euch das Kit? Wenn euch die Bombenrunde gefallen hat, dann lasst ein Like, da würde mich auf jeden Fall unheimlich freuen und ein Kommentar, wie ihr das Kit gefunden habt, würde ich auch sehr nice finden und noch eine Videofrage an euch, welches der 5 Kits ist euer Lieblings... Ich kann schon gar nicht mehr reden, weil ich freue mich einfach nur so, Mann, wie cool. Welches Kit der 5 neuen Kits ist euer Lieblingskit? Mich würde es interessieren und ich würde einfach mal sagen, das war's. Bis zum nächsten Ender-Kids. Und jetzt werde ich erstmal eine Folge Sims drehen gehen. Bis dahin, macht's gut. Ciao.